die Schatzkiste. Ich habe eine Schatzkiste. Sie ist unsichtbar. In ihr habe ich alles gesammelt, was mir in diesem Leben kostbar und wertvoll geworden ist. Erinnerungen an glückliche Augenblicke, Momente der Liebe, ein Kind zum ersten Mal in den Armen halten, ein Sonnenuntergang am Meer, das Gipfelglück bei einer Bergbesteigung, ein Konzert, eine Ausstellung, ein Fest. In meine Schatzkiste gehören auch meine Lieblingsbücher, Lieder und Texte, die im Laufe des Lebens Bedeutung für mich gewonnen haben. Diese Schätze kann mir niemand nehmen. Auch wenn meine Augen und Ohren nicht mehr so offen sind für neue Eindrücke, wird sich meine Seele von diesen Erinnerungen nähren. Ich vertraue darauf, dass sie mich selbst dann noch trösten, wenn mein Geist verwirrt sein sollte. Manche Liedverse und Psalmworte haben sich so tief in mir verwurzelt, dass sie, so hoffe ich, bis zum letzten Atemzug Trost spenden und Gottes Frieden spürbar werden lassen. Einen Schatz aus meiner Schatzkiste möchte ich mit Ihnen teilen. Es ist der 23. Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.